Hier im Herzen der Wüste Sinai erhebt sich wie eine uneinnehmbare Festung das griechische Katharinenkloster. Es wurde im 6. Jahrhundert auf Befehl des römischen Kaisers Justinian erbaut. Ein griechisch-orthodoxes Kloster auf biblischem Boden. Seit über 1500 Jahren wacht die Mumie des heiligen Stephanos, einst erster Bischof des Klosters, in unveränderter Haltung über Justinians Andenken. Als Kaiser und Priester verstand er sich auch als Auserwählter und Gottes einziger Vertreter auf Erden. Er allein durfte sich dem Ort auf dem Berg Sinai nähern, an dem Gott sich Moses offenbart haben soll. Hier ließ Justinian mangels Gesetzestafeln das älteste Exemplar einer griechischen Bibelhandschrift aufbewahren. Sie wurde zum kostbarsten Schatz des Klosters. Der heilige Stephanos soll beim Beten auf dem Gipfel des Berges Sinai gestorben sein, in der Höhle des Moses. Die Mönche brachten seinen Körper in unveränderter Haltung zurück ins Kloster. Seitdem wartet er hier auf die Rückkehr von Justinians Schatz. Denn die griechische Bibel wurde 1853 vom deutschen Gelehrten Konstantin von Tischendorf ausgeliehen. Er schwor, sie den Mönchen eines Tages zurückzubringen. An dieses Versprechen hat er sich nicht gehalten. Graf von Tischendorf entdeckte die Bibel bei einem Besuch auf dem Berg Sinai. Der Legende nach fand er einige Seiten davon in einem Papierkorb oder Mülleimer. Sie sollten wohl zum Feuermachen verwendet werden. Er war entsetzt, als er feststellte, um welch prächtige Handschrift es sich handelte. Er forschte nach und bekam die Erlaubnis, einen Teil davon mitzunehmen. Tischendorf ist Protestant, Hellenist und Paläograph. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die ältesten Bibelhandschriften aufzuspüren. Nachdem er alle Bibliotheken Europas durchkämmt hat, unternimmt er im April 1844 eine Orientreise. Von Jerusalem nach Patmos, von Beirut nach Smyrna, von Konstantinopel auf die Sinai-Halbinsel. Im Herbst desselben Jahres taucht er im abgeschiedenen Katharinenkloster auf, wo er nach den ältesten Handschriften des Neuen Testaments sucht. Tischendorf gelingt es, in der Bibliothek des Klosters einen Teil des Alten Testaments zu finden. Es handelt sich nicht um irgendein Exemplar, sondern um die berühmteste aller Handschriften, die Bibel von Alexandria, auch Septuaginta genannt. Der Legende nach geht sie auf eine Begegnung zwischen Alexander dem Großen und dem Hohepriester des Jerusalemer Tempels zurück, der ihm in der hebräischen Tora die Passage gezeigt haben soll, nach der er die Welt vor der Herrschaft der Perser retten würde. Alexander der Große ist dem Hohepriester vielleicht niemals begegnet. Doch der Tag, an dem die Tora in Alexandria ins Griechische übersetzt und so zur Bibel wurde, sollte die Welt verändern. Diesen Tag hat es tatsächlich gegeben. Die Übersetzung selbst ist eine historische Tatsache, die durch die vorhandenen Papyrusrollen bestätigt wird. Wir besitzen Fragmente des Deuteronomiums oder der Genesis, die etwa aus dem Jahre 100 vor Christus stammen. Es ist eine Bibel von Juden für Juden übersetzt. Die Übersetzung hat also stattgefunden. Sie hat existiert und wurde in den Synagogen von Alexandria auf Griechisch gelesen. Darüber gibt es keinen Zweifel. Tatsächlich stammt die von Tischendorf entdeckte Bibel aus dem 4. Jahrhundert nach Christus
und ist nur eine Kopie der Originalübersetzung des Alten Testaments, die wesentlich älter ist. Einige datieren sie auf das 3. Jahrhundert vor Christus, also die Zeit, in der Alexander der Große Alexandria gründete. Durch seine geografische Lage war Alexandria prädestiniert, die kosmopolitische Heimat des Eklektizismus zu werden und Griechenland mit der orientalischen Welt zu verbinden. Die Juden leben dort praktisch schon seit der Gründung dieser ersten Stadt, die den Namen Alexandria trägt, also ab dem Jahre 330 vor Christus. Man schätzt, dass es in Alexandria zwischen 150.000 und 500.000 Juden gab. Das sind genauso viele wie in New York. Nachdem Alexander Judäa von den Persern befreit hat, strömen die Juden nach Alexandria. Sie werden von der griechischen Lebensweise und Kultur angezogen, die auch die ihres Retters und Beschützers ist. Die Juden entdecken die Griechen und ihre Kultur, von der sie sehr beeindruckt sind. Demetrios von Phaleron, ein Emigrant und ehemaliger hoher Beamter aus Athen, war an den Hof der Ptolemäer geflüchtet, die Alexanders Nachfolger in Ägypten waren. Demetrios stieg zum Lehrer und Berater von Ptolemaios II. Auf und überwachte unter seiner Regierung den Bau des Museums und der Bibliothek von Alexandria. Ptolemaios II. Errichtete die Bibliothek und erweiterte die Stadt. Er ließ Dramatiker, Historiker und Dichter aus Athen kommen, die in Alexandria ihre Werke zeigten. Er brachte die griechische Kultur nach Ägypten und schuf das Modell einer griechischen Stadt. Sie wurde nach dem Vorbild des klassischen Athens erbaut. Das war der eigentliche Beginn des Klassizismus. Es war Aristoteles' alter Traum, den Demetrios nun für den Pharao verwirklichen wollte. Der Traum von einer Stadt der Gelehrsamkeit. Die ideale Stadt, von der Aristoteles seinem Schüler Alexander erzählt hatte. Eine Stadt, in der alles Wissen und alle Weisheit der Welt vereint sein sollten. Demetrios war mit Theophrastus befreundet gewesen, Aristoteles Nachfolger, der in Athen eine Schule und einen Tempel errichten und Gärten anlegen ließ, um eine Art Stätte der Philosophie zu schaffen. Nach diesem Vorbild plante Demetrios nun sein eigenes Museion in Alexandria, mit dem Unterschied, dass es nicht wie in Athen ausschließlich einer einzigen Schule gewidmet war. Hier waren Dichter und Philosophen zur Teilnahme aufgefordert. Ptolemaios wies ihnen einen seiner Paläste als Wohnsitz zu und entlohnte sie fürstlich. Für die Gelehrten, die von überall herbeiströmten, stellte die Einladung eine große Ehre dar. Und Alexandria entwickelte sich schon bald zu einem neuen Zentrum der griechischen Kultur. Das war eine echte Denkfabrik. Gelehrte aus der ganzen Welt und auch griechische Denker fanden Aufnahme in der Bibliothek von Alexandria, die sowohl ein Zentrum der Wissenschaft als auch ein Fünf-Sterne-Hotel war. Denn sie lebten dort auf Kosten des Königs und konnten tun und lassen, was sie wollten. Die Bibliothek von Alexandria war ein wahres Wunderwerk und die Ptolemäer wollten dort alle Meisterwerke der Weltliteratur unter einem Dach vereinen. Was die Bibliothek betraf, ließ man Demetrios freie Hand. Er hatte sich vorgenommen, sämtliche Bücher aller Völker der Erde nach Alexandria zu bringen. 500.000 Schriftrollen. Ptolemaios verfasste ein Schreiben an jeden Herrscher, in dem er sie bat, ihm umgehend die Werke all ihrer Autoren zu schicken. Ob Dichter, Prosaiker, Rhetoriker, Sophisten, Ärzte, Weissager oder Geschichtsschreiber. Der Pharao befahl, alle Bücher zu kopieren, die sich auf fremden Schiffen im Hafen von Alexandria befanden, die Originale in die Bibliothek zu bringen und den Besitzern Kopien auszuhändigen. Die größte Bücherjagd der Antike hatte begonnen. Doch man begnügte sich nicht damit, die Handschriften zu sammeln und Verzeichnisse zu erstellen. Hinzu kam das gewaltige Unterfangen, eine endgültige Textfassung festzulegen. Jene Bücher sollten später zu Klassikern der Weltliteratur werden. Homer,
war mit Recht der erste Grieche, den die frischgebackenen Editoren unter die Lupe nahmen. Homers Texte wurden in Alexandria bearbeitet. Denn in der Bibliothek waren Gelehrte im sogenannten Museion tätig. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, eine korrekte und präzise Textfassung von Homers Werken zu erstellen. Jede griechische Stadt hatte ihre eigene überlieferte Version der homerischen Werke. Unter dem Patronat von Ptolemaios II. Machten sich die Gelehrten von Alexandria nun daran, diese verschiedenen Versionen zu vergleichen, um einen Text zu erstellen, den sie für den Originaltext Homers hielten. Die moderne Wissenschaft weiß natürlich, dass es einen solchen Originaltext nie gegeben hat. Aber damals glaubte man noch daran. Man kann sagen, dass unsere modernen Homer-Ausgaben auf die Arbeit der alexandrinischen Gelehrten zurückzuführen sind. Homers Werke waren also die ersten, die rekonstruiert wurden. Es folgten jene von Hesiod, Pindar sowie Sophokles, Aischylos und Euripides. Später wurden diesem sogenannten alexandrinischen Kanon die Werke von Platon, Aristoteles und vielen anderen hinzugefügt. In Alexandria wurde die klassische griechische Literatur systematisch geordnet. Das ist bekannt. In Alexandria entsteht also ein Kanon der Weltliteratur. Jahrzehntelang beschäftigt er eine neue Art von Gelehrten, die zu jener Zeit als Grammatiker bezeichnet werden. Die Philosophen werden durch Bibliothekare ersetzt und die Denker weichen Philologen, Lexikographen, Exegeten und anderen Textpuristen. Es war eine sehr lebendige griechische Kultur. Ich vergleiche Alexandria gern mit New York. Die Stadt war laut, aber auch ungeheuer beeindruckend und pulsierend. Einfach unwiderstehlich. Der Geist von Sokrates, Platon, Aristoteles, Epikur, Heraklit und all jene neuen griechischen Gelehrten, die in Alexandria auf ungewohnten wissenschaftlichen Wegen wandelten, waren von großer Anziehungskraft. Um Teil dieser Kultur zu sein, musste man die griechische Kultur nachahmen und sozusagen selbst Grieche werden. Grieche werden. Ein großer Teil der jüdischen Gemeinschaft in Alexandria strebt nach Integration. Die Juden lassen sich von der griechischen Klassik begeistern und bemühen sich, die griechische Kultur zu erlernen. Es war die Zeit des sogenannten Hellenismus. Im Zuge dieser Hellenisierung passte sich der Jerusalemer Tempel an die griechische Sprache und Kultur an. Doch der Hellenismus strebte nicht nur danach, die Völker zum griechischen Weltbild zu bekehren. Wer fremde Völker beherrschen will, muss sie auch verstehen. Und um sie zu verstehen, müssen ihre Bücher ins Griechische übersetzt werden. Der Einfluss dieser kommentierten Textausgaben der Gelehrten von Alexandria war in Ägypten sehr groß und dehnte sich später auf die gesamte griechisch-römische Kultur aus. Sehr wahrscheinlich wurden sie auch für Propagandazwecke genutzt. Denn die Ptolemäer haben ihr kulturelles Unterfangen zur Stärkung ihres politischen Ansehens genutzt. Aus jedem Volk wurden Gelehrte angeworben, die neben ihrer eigenen Sprache auch das Griechische beherrschten. Auf diese Weise entstanden Übersetzungen der Bücher der Chaldäer, Perser und Ägypter. Demetrius machte sich auch für den Ankauf der jüdischen Gesetzbücher stark. Und so wurde in Alexandria die Bibel erfunden. In der großen Bibliothek sollte die gesamte Weltliteratur gesammelt werden. Eines Tages ging der Bibliothekar zum König und sagte: Es gibt ein sehr wichtiges Buch, das wir noch nicht besitzen, weil es nicht in griechischer Sprache geschrieben ist. Es enthält die Gesetze der Juden. Indem er die Übersetzung der jüdischen Gesetze veranlasste, machte Demetrius die Bücher Mose, die damals in der gesamten griechischen Welt noch unbekannt waren, einer Vielzahl von Menschen zugänglich. Der Initiator des Projekts interessierte sich schon seit langem für den Inhalt des jüdischen Gesetztextes. Demetrius war ein Freund von Theophrastus, der die Juden einst ein Volk von geborenen Philosophen genannt hatte. In Alexandria wurde die Tora nun zur griechischen Bibel, die allen folgenden Bibeln als Vorbild dienen sollte.
Mehrere Jahrhunderte später war Tischendorf dieser Originalbibel aus Alexandria auf der Spur. Als er die seltene Perle im Katharinenkloster unter bis heute ungeklärten Umständen endlich gefunden zu haben glaubte, konnte Tischendorf den Hegumen, den Klostervorsteher, zunächst überreden, ihm für den König von Sachsen einige Seiten der Heiligen Schrift zu überlassen. Damit setzte sich der Hegumen über den Willen des heiligen Stephanus hinweg, der einen solchen Schatz zu seinen Lebzeiten niemals aus der Hand gegeben hätte. Doch Tischendorf, der davon überzeugt war, nicht den Originaltext, sondern die älteste Kopie vor sich zu haben, die je gefunden wurde, brachte den Hegumen später dazu, ihm die gesamte Handschrift zum Studium zu überlassen. Er versprach, sie anschließend zurückzugeben. Moses hatte die Tora auf dem Sinai erhalten und auch Tischendorf fand die griechische Bibel hier. Er nannte sie daher Codex Sinaiticus. Ein unglaublicher Zufall. Die Tora selbst erzählt von der Offenbarung auf dem Berg Sinai. Und diese Handschrift stammt ebenfalls von dort. Aber vielleicht ist es gar kein so großer Zufall, denn auf dem Berg Sinai befindet sich auch das griechische Katharinenkloster, das über eine prächtige Bibliothek verfügt. Dort wurde diese Handschrift im 19. Jahrhundert entdeckt. Im Kloster wird ein Brief von Tischendorf aufbewahrt, in dem er verspricht, die Leihgabe zurückzubringen. Sein Auftraggeber war König Friedrich August von Sachsen, der seine Forschungsreisen finanzierte, um das Ansehen der lutherischen Kirche zu mehren. Doch Tischendorfs Entdeckung erregt Aufsehen. Der Vatikan, der mit dem Codex Vaticanus bereits eine der ältesten Bibelhandschriften besitzt, bekundet sein Interesse. Dem heiligen Petrus und seinem Nachfolger der damaligen Zeit, Pius IX., erscheint es selbstverständlich, die älteste griechische Bibel in der Vatikanischen Bibliothek aufzubewahren. Denn sie diente später als Ausgangstext für alle Bibelübersetzungen, auf die sich die römisch-katholische Kirche gründet. Es stand also viel auf dem Spiel, da die Geschichte und Anordnung des späteren Neuen Testaments in Frage gestellt werden konnte. Wir wissen nicht, wie dieses Buch hierher in die Vatikanische Bibliothek gelangte. Spätestens seit 1475 wird es hier aufbewahrt. Das ergibt sich aus einem Verzeichnis der damaligen Zeit. Aber über die Umstände seines Erwerbs ist nichts bekannt. Das Buch heißt Codex Vaticanus, weil es sich im Vatikan befindet. Es handelt sich um die antike griechische Übersetzung der hebräischen Bibel. Das ist eine von mehreren Handschriften der Septuaginta, aber diese hier ist wahrscheinlich die beste, oder? Mit Sicherheit eine der ältesten. Eine der ältesten. Es gibt nur zwei Handschriften, die sich auf das 4. Jahrhundert datieren lassen. Diese hier und der Codex Sinaiticus. Zwei vollständige Manuskripte. Derzeit kennen wir Fragmente von rund 5000 griechischen Handschriften des Neuen Testaments und noch einmal 1000 griechische Handschriften des Alten Testaments. Das eigentliche Problem beim Studium dieser alten Handschriften ist, dass wir es hier mit den Überresten einer Katastrophe zu tun haben. Im Jahr 303 gab der römische Kaiser Diokletian den Befehl, alle Bibeln zu vernichten. Während der folgenden organisierten Jagd konnten Juden und Christen einen Teil der Bibeln verstecken, darunter auch einige Exemplare der Bibel von Alexandria. 22 Jahre später beauftragte der zum Christentum konvertierte Kaiser Konstantin den Theologen Eusebius von Caesarea mit der Anfertigung von 50 Kopien nach dem Vorbild der Bibel von Alexandria. Nehmen wir an, dies wäre eine der 50 Bibeln, die Kaiser Konstantin bei Eusebius von Caesarea bestellt hatte. Es gibt noch eine weitere, sehr ähnliche, nämlich den Codex Sinaiticus. Aber was ist mit den anderen 48 Bibeln? Wo sind sie geblieben? Wer weiß, ob sie nicht eines Tages wieder auftauchen werden. Doch wäre das von Bedeutung? Seit Alexandria ist die Bibel mit über 1700 Sprachen nicht nur das meist übersetzte, sondern auch das meist gedruckte und meist verkaufte Buch der Welt. 41.000 Bibeln pro Tag. Und das seit ihrer ersten Übersetzung ins Griechische in Alexandria.
Wir wissen weder wann noch wo die fünf Bücher Mose ins Griechische übersetzt wurden. Die meisten Bücher über die Septuaginta beginnen mit dem Aristeasbrief. Dieser Brief ist in griechischer Sprache verfasst und als Handschrift erhalten. Er gibt vor, über die Übersetzung der Tora ins Griechische zu berichten. Der Aristeasbrief an Philokrates wurde von einem Juden geschrieben, der sich als Grieche ausgibt und einen Brief an einen anderen Griechen schreibt, um ihm zu berichten, wie die Tora ins Griechische übersetzt wurde. Eines Tages sagte jemand zum Pharao: König, es gibt ein Buch, das du nicht besitzt, das Gesetz der Juden. Und es ist in einer Sprache geschrieben, die du nicht kennst. Dann müssen wir es eben übersetzen. König Ptolemaios sagte: Ich will, dass dieser fremdländische Text für meine Bibliothek übersetzt wird. Wie ich höre, haben die Juden ein wunderbares Gesetz. Bitte bringt es mir. Es heißt, der Text sei in einer fremden Sprache geschrieben. Mögen ihre Gelehrten ihn übersetzen. Sie bitten den Hohepriester in Jerusalem, ihnen einige Übersetzer zu schicken, um die Tora ins Griechische zu übertragen. Er schickt 70 Übersetzer, die vom König mit großen Ehren empfangen werden. Der König fragt sie nach den Prinzipien ihres Glaubens und sie schildern ihm nach Art der griechischen Philosophen die Vorzüge des Judentums. Er schickt 72, also ein Vielfaches der Stämme Israels. Bei 12 Stämmen ist die Zahl 70 unmöglich. Es müssen 72 sein, denn 12 mal 6 macht 72. Und was geschieht dann? Man lost 2 von ihnen aus, die ausscheiden müssen, und das macht dann 70. Die 70 ist eine perfekte göttliche Zahl, die in der jüdischen Tradition oft mit Gott verbunden wird. 70 und 72 sind also in Wirklichkeit dieselbe Zahl. 72 ist die Zahl der Menschen und des hebräischen Volkes und 70 die Zahl Gottes. So wie Gott Moses sein Gesetz offenbarte, übernehmen laut dem Aristeasbrief 70 Übersetzer die heilige Aufgabe, die Tora nicht nur den Juden, sondern allen Nationen der Welt zu offenbaren. Nach dem biblischen Text ebenfalls 70. 70 Nationen, entsprechend der Zahl von Noahs Nachkommen. König Ptolemaios war sehr beeindruckt von ihrer Weisheit. Er veranstaltete ein 7-tägiges Festessen, bei dem er ihnen philosophische Fragen über die beste Art zu regieren stellte. Und er befand sie für klüger als alle Untertanen seines eigenen Reiches. Was zeichnet einen guten Herrscher aus? Wie macht sich ein König beim Volk beliebt? Was ist Gerechtigkeit? Er stellt alle möglichen mehr oder weniger philosophischen Fragen und bewundert die Gelehrten mit jeder Antwort mehr. Sie stehen den griechischen Philosophen in nichts nach. Ihre Weisheit ist ebenso groß, wenn nicht sogar größer. Es scheint, als wollte Aristeas eine Ungerechtigkeit wiedergutmachen, denn die 150 Jahre zuvor entstandene Tora-Übersetzung fand nur wenig Aufmerksamkeit. Er schmückt die Geschichte aus und macht die Übersetzer zu Gelehrten, die sich mit den größten Meistern Griechenlands messen können. Auch die Umstände der Übersetzung müssen dem Ereignis gemäß dramatisiert werden. Alles muss übernatürlich, mythisch und biblisch wirken. Sie wurden auf der Insel Pharos isoliert, die durch einen Damm mit dem Festland verbunden war. Es heißt, die Übersetzer seien jeder für sich oder auch immer zu zweit in Zellen eingeschlossen worden. Anschließend wurden die Übersetzungen verglichen und siehe da, sie waren identisch. 72 Übersetzer haben 72 Tage lang übersetzt. Ein Wunder. Aristeas geht also von einer göttlichen Eingebung aus. Und als die Leute den hebräischen mit dem griechischen Text verglichen, waren sie erstaunt über die Genauigkeit der Übersetzung.
und sagten, dass niemand je eine neue Übersetzung anfertigen oder etwas an ihr verändern dürfe, weil sie einfach perfekt sei. Diese Idee der göttlichen Eingebung wurde im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt. Nach Pseudo-Aristeas, der seinen Brief im 2. Jahrhundert vor Christus schrieb, verfasst Philon von Alexandria um das Jahr 40 nach Christus eine noch stärker ausgeschmückte Version, in der er behauptet, die Übersetzer hätten wie nach dem Diktat eines unsichtbaren Souffleurs Prophezeiungen geschrieben. Nun nehmen sie die heiligen Schriften, heben sie zum Himmel empor und bitten Gott, ihr Vorhaben nicht zu durchkreuzen. Dann machen sie sich an die Arbeit und wie unter dem Einfluss einer göttlichen Eingebung schreiben sie nicht verschiedene Texte, sondern alle dieselben Worte, so als hörte jeder von ihnen die Stimme eines unsichtbaren Souffleurs. War die Septuaginta wirklich die erste perfekte Übersetzung, die sofort als Referenztext galt? Die Sachlage ist offenbar etwas komplexer. Es gab wohl mehrere Fassungen, bis sich eine Übersetzung irgendwann durchsetzte. Wurde sie wirklich auf Initiative der Ptolemäer angefertigt? Oder war dies der Wunsch der jüdischen Gemeinschaft selbst, die eine Übersetzung ins Griechische benötigte, weil ihre Mitglieder das Hebräische nicht mehr gut genug beherrschten? Oder war die griechische Übersetzung vielleicht nur als Begleitung zur Lektüre des hebräischen Textes in der Synagoge gedacht? Hier sind noch sehr viele Fragen unbeantwortet geblieben. Wenn es stimmt, dass der Aristeas-Brief eine Fälschung ist, der vielleicht zumindest teilweise auf Tatsachen basiert, wer aber sind dann die wahren Übersetzer der Bibel? Es versteht sich von selbst, dass die griechischen Juden in ihren Gemeinden schon seit langem mehrere Übersetzungen der Tora verwendeten. Doch eine offizielle Übersetzung für das griechische Volk war etwas ganz anderes und hat in der jüdischen Gemeinschaft nie einhellige Zustimmung gefunden. Die endgültige Entscheidung, dass niemals eine neue Übersetzung erstellt oder diese Übersetzung verändert werden dürfe, deutet für mich auf einen politischen oder polemischen Hintergrund hin. Jemand muss eine Neuübersetzung oder eine Überarbeitung geplant haben. Vor einiger Zeit vertrat der bekannte Theologe Paul Kahler die Auffassung, dass es eine Vielzahl von Übersetzungen gegeben hat, die miteinander konkurrierten, bis eine offizielle Initiative eine einheitliche Übersetzung anstrebte, die alle früheren ersetzen sollte. Die Entdeckung des Codex Sinaiticus durch Tischendorf erregt Aufsehen in ganz Europa. Queen Victoria beauftragt einen gewissen Norman MacLeod damit, die Handschrift in die British Library zu bringen. Denn der Codex Sinaiticus könnte den Codex Vaticanus an Bedeutung übertreffen und die Arroganz des Vatikans ins Wanken bringen. Auch die russische Kirche bleibt nicht untätig und erhebt ebenfalls Anspruch auf den Codex. Schließlich sei Russland die Mutter der griechischen Kirche. Ein gewisser Porfiri Uspenski macht sich im Auftrag der Zarin und der Großfürstin Alexandra ebenfalls auf die Suche nach Tischendorfs Kodex. Es entbrennt ein Wettstreit, wer als erster dieser Bibel habhaft werden und sich so eine Verbindung zum Himmel sichern kann, die der des Vatikans mindestens ebenbürtig ist. Die Geschicke der Bücher liegen manchmal nicht in unserer Hand. Traduit en grec, la Bible. Die griechische Übersetzung der Bibel, dieses Wunderwerks, dessen Bedeutung König Ptolemaios gepriesen wurde, das Gesetz der Juden, die jüdische Bibel, war den Griechen nun zugänglich, aber sie interessierte sie nicht. Für die damalige Menschheit war das kein großes Ereignis. Warum hat sich diese jüdische Tora nicht in der gesamten griechischen und römischen Welt verbreitet? Warum war sie den Griechen und Römern so gut wie unbekannt? Sie wurde fast vollkommen ignoriert. Während sich die Juden sehr für die griechische Wissenschaft interessieren, sind den Griechen die Juden gleichgültig.
Wieso sollte das griechische Volk ein Buch kümmern, das im Grunde nur die Juden von Alexandria betrifft? Mit Ausnahme einiger Gelehrter, die sich für das Projekt von Demetrius interessieren, hat die Mehrheit der Bevölkerung andere Sorgen. Die griechische Hochkultur hat sich in gewisser Hinsicht sehr abgeschottet. Sie betonte sehr stark ihr Griechentum, eine arrogante Kultur. Man spricht hier von Hellenozentrismus. Die Griechen schenken ihren Nachbarn nur wenig Beachtung. Interessanterweise schrieb Euklid zur selben Zeit an seinen Elementen. Darin fasste er das damalige Wissen der Mathematik zusammen und systematisierte es. Herophilos und später Erasistratos entwickelten eine neue Exegese des Körpers, die Anatomie oder Wissenschaft der Klassifizierung, bei der statt Monumenten der Weltliteratur nun Körper seziert wurden. Gleichzeitig machte sich Eratosthenes daran, die Erde zu beschreiben und ihren Umfang zu bestimmen. Er war der erste echte Geograph und betätigte sich überdies als Astronom. Ganz zu schweigen vom genialen Ktesibius, der die moderne Mechanik begründete. Warum also hätten sich die Griechen angesichts von so viel Genie und Wissenschaft für den Gründungstext des Judentums interessieren sollen? Die hellenisierten alexandrinischen Juden stellen verblüfft fest, dass sie in der griechischen Vergangenheit gar nicht vorkommen und schicken die griechischen Denker, allen voran Platon, in die Schule der biblischen Weisheit. Die griechischen Philosophen werden beschuldigt, die besten Ideen des Judentums gestohlen zu haben. Die philosophischen Ideen, etwa die des Monotheismus. Das wird in lateinischer Sprache als furta greco bezeichnet, die Diebstähle der Griechen. Das ist auch in den ersten Jahrhunderten des Christentums noch ein apologetisches Thema. Ihr habt uns bestohlen, weil ihr von der Bibel gehört habt. Zu den berühmtesten Kritikern der Griechen gehörte ein gewisser Aristobulus, der um 150 v. Chr. Berater von König Ptolemaios VI. War. Als Exeget der Tora betonte Aristobulus den Einfluss des Judentums auf die berühmtesten griechischen Denker und Philosophen der Antike. Aristobulus präsentierte als erster eine philosophische Lesart der Bibel. Nach seiner Ansicht musste man die Bibel nur im richtigen philosophischen Geist lesen, um die transzendentale und abstrakte Natur der jüdischen Gottheit zu erkennen. Es ist offensichtlich, dass Platon und seine Nachfolger sich mit dem Gesetz Mose beschäftigt und es eingehend untersucht haben. Bereits vor Demetrius und damit vor den Eroberungszügen Alexanders und der Perser wurden die Gesetzeserklärungen übersetzt. Es ist klar, dass die Philosophen viel davon übernommen haben. In den wenigen Fragmenten, die wir besitzen, zieht er sehr aufschlussreiche Vergleiche zwischen der Bibel und Platon, sowie den Anhängern von Aristoteles und Homer. Und stellt die interessante und berühmte These auf, dass einige der griechischen Autoren von Moses abgeschrieben hätten. Die Ähnlichkeit zwischen Griechen und Juden erklärt er damit, dass die Griechen die Bibel lasen, kopierten und sie in die platonische Philosophie übertrugen. Zwar hatte bereits Theophrastos im 3. Jahrhundert vor Christus Moses mit Homer verglichen, indem er das jüdische Volk als ein Volk von Philosophen bezeichnete, aber es war Philon, der eine echte jüdisch-griechische Symbiose vollzog, indem er die Übersetzung der Tora nutzte, um sich den Griechen anzunähern. Philon ist mit den Werken aller griechischen Philosophen eng vertraut. Aber er stellt die griechische Philosophie in den Dienst der Bibel und nicht umgekehrt. Die Bibel steht also über der Philosophie. Er versucht, in den Bibelversen Ideen zu finden, die den Menschen seiner Zeit etwas sagen. Im Grunde wollte er die Bibel ganz einfach aktualisieren. Er zitiert sogar Homer, um seine Interpretationen bestimmter Bibelverse zu stützen. So, als könnte Homer die Wahrheit des biblischen Textes bestätigen. Er zitiert auch Platon, Hesiod und viele andere griechische Denker.
Für ihn ist es ganz offensichtlich, dass die Wahrheit und Authentizität der griechischen Philosophie auf das Gesetz Mose zurückgeht. Stellen Sie sich vor, Sie müssten übersetzen, am Anfang war die Erde ein Tohuwabohu. Das Wort Tohuwabohu ist in die deutsche Sprache eingegangen, sodass wir glauben zu wissen, was gemeint ist. Aber in Wirklichkeit heißt es Tohuwavohu und diese Worte kann niemand erklären. Wenn Sie übersetzen, am Anfang war Chaos, befinden Sie sich in der griechischen Mythologie, wo das Wort Chaos herstammt. Das ist bereits eine Verzerrung. Welches Wort gebraucht die Septuaginta? Dort steht nicht Chaos, sondern die Erde war unsichtbar. Wie kamen die Übersetzer darauf? Tohuwabohu bedeutet ja nicht unsichtbar. Philon folgerte, dass es eine doppelte Schöpfung gegeben hat. Eine Schöpfung der rein geistigen Welt, gefolgt von einer Schöpfung der sinnlich wahrnehmbaren Welt. Er argumentiert also voll und ganz aus der platonischen Perspektive. Der platonische Logos und später auch die Philosophie der Stoiker haben immer weniger mit den Musen Homers zu tun, sondern weisen Übereinstimmungen mit dem Wort Gottes in der Tora auf, nur ohne die Religiosität und Frömmigkeit. Er spricht von der Welt der Ideen wie von einem Element des jüdischen Glaubensbekenntnisses. Und diese Welt der Ideen ist nichts anderes als der Logos, das Wort. Genau damit beginnt auch das Johannesevangelium. Für Philon gibt es also einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Kulturerbe der griechischen Welt und der Tora, dem Gesetz Mose. Entweder Moses selbst oder eine rationale Eingebung haben dafür gesorgt, dass sie an die Quelle zu Gott selbst gelangt sind, zum Logos, der den Menschen seine Weisheit offenbart. In Alexandria ist der Logos der Griechen vergleichbar mit dem jüdischen Gott. Er spricht, um die Welt und das Gesetz zu erschaffen. Er spricht, um das Schicksal der Menschen kundzutun. Und verstummt dann plötzlich. Die ersten jüdischen Formulierungen des Monotheismus und die Verwendung des Wortes für den jüdischen Gott in Abgrenzung zum Polytheismus sind ebenfalls auf Philon zurückzuführen. Der Philosoph Philon nutzt also die Schöpfungsgeschichte, um den jüdischen Denkansatz von dem der Polytheisten zu unterscheiden. Er sagt, die Schöpfungsgeschichte lehre uns, dass es nur einen Gott gibt, der ewig und barmherzig ist und für seine Geschöpfe sorgt. Ironischerweise fühlt er sich da wohl in vieler Hinsicht in guter Gesellschaft. Ungeachtet der Philosophen und genialen Denker und trotz der Übersetzung der Bibel war Alexandria im 1. Jahrhundert zur wahren Hauptstadt des Polytheismus und der heidnischen Philosophie geworden. Das Wort Polytheismus wurde von Philon erfunden, als philosophischer Begriff für die griechische Mythologie. Doch im Laufe der Zeit sollte sich der Inhalt der Septuaginta allmählich durchsetzen und sich den Vorstellungen der Griechen anpassen. Dass das Judentum bei ihnen auf Sympathie stieß, lag an seinem Monotheismus und auch an der Tatsache, dass es sich nicht mit anderen Religionen vermischte. Nach dem Motto, wir haben viele Götter, ihr habt auch einen? Gut, wir haben noch Platz im Pantheon. Das brachte den Juden die Sympathien der Philosophen und der geistigen Elite ein. Die fanden, dass es allmählich zu viele Götter wurden. Das entbehrte für sie einfach jeder Logik. Es gibt zwei zentrale Aspekte der griechischen Kultur, die so gefährlich für die zentralen Ideen des Judentums sind, dass es nur allzu verständlich ist, dass viele Strömungen des Judentums sie rigoros ablehnten. In Jewish culture would be
Die Juden sagten, diese Kultur will ich nicht in meinem Haus und auf meinem Land haben. Hinaus damit. Das ist viel Götterei und Götzenanbetung. Das leuchtet ohne weiteres ein. On the other hand, there is something. Außerdem war es auch äußerst wichtig, dass einige Rabbiner oder davor einige geistige Führer der Juden erkannten, dass mit der griechischen Kultur etwas nicht stimmte. Andererseits kann man bestimmte Teile einer Kultur übernehmen und andere nicht. Ich denke, dies ist ein klassisches Beispiel dafür, dass die Welt nicht immer nur schwarz oder weiß ist, sondern viele Grautöne aufweist. Es wäre ein bisschen zu einfach, den Monotheismus der Juden mit dem Polytheismus der Griechen zu vergleichen und zu sagen, dass die Juden an den einen Gott glaubten, der die Quelle all ihres Wissens und all ihre Lehren und Gesetze war, während die Griechen viele Götter verehrten und sich diese als überlebensgroße Menschen vorstellten. Tatsächlich hatten die Griechen einen sehr starken Sinn für Einheit. Die griechische Wissenschaft, die sich bis zu Thales von Milet zurückverfolgen lässt, der das Wasser als Ursprung der Welt bezeichnete, wäre ohne einen Sinn für Einheit undenkbar gewesen. Ohne einen Sinn für die grundlegende Einheit der Dinge hätten die Naturgesetze nicht beschrieben werden können. Geistig erkannten sich die Griechen in den Juden ebenso wieder, wie die Juden sich bereits in den Griechen wiedererkannt hatten. Auf der geistigen Ebene ähnelte das Prinzip der Einheit, das die griechischen Denker in Philosophie und Wissenschaft entwickelten, dem Prinzip des einen Gottes, das die jüdischen Exegeten in Alexandria aus dem biblischen Text ableiteten. Die jüdischen Gelehrten hatten mit den griechischen Philosophen gemeinsam, dass sich beide mit dem Ursprung der Welt beschäftigten. Als die Übersetzung der Tora fertig war, waren die Griechen ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass es eine einzige, übergeordnete Macht oder Logik geben musste. Zwischen den Weltbildern der Juden und Griechen bestand also gar kein so großer Unterschied. Es ist ein Fehler anzunehmen, dass für die Griechen alles auf Vielfalt und für die Juden alles auf Einheit beruhte. Platon war im Grunde ein Monotheist. Zweifellos glaubte er, dass sich das gesamte Universum auf eine einzige Macht zurückführen ließ. Aber er war auch dafür, viele Götter und nicht nur einen einzigen großen Gott zu verehren. Einige Aspekte der griechischen Kultur sind akzeptabel, andere nicht. Wir können uns das aussuchen, was unserem Verständnis und Wachstum als Person oder als Volk förderlich ist. Andererseits gibt es Dinge, die wir komplett ablehnen. Wie ich schon sagte, ist dies von großer Bedeutung, denn einige Aspekte der modernen westlichen Kultur sind sehr gefährlich für ein Volk, das nach moralischen Maßstäben leben will, während andere im Gegenteil sehr wichtig sind. Das zeigt, was es bedeutet, Jude zu sein. Wir müssen Teil der Welt sein und trotzdem für uns bleiben. Das hat seinen Ursprung in der Begegnung zwischen der jüdischen und der griechischen Kultur. Aristoteles war im Mittelalter der führende Philosoph für Christen, Moslems und Juden, weil er bereits ahnte, dass die Welt einen Ursprung haben muss. Eine einzige Macht, die das Universum durchdringt. Aristoteles hätte diese herausragende Bedeutung nicht gehabt, wenn er tief und fest an die Pluralität geglaubt hätte. Die Welt ist vielfältig, weil ihre Phänomene vielfältig sind. Ihr Ursprung aber ist eins. Weder Euklids Elemente, noch Herophilos anatomische Erkenntnisse oder Eratosthenes astronomische Berechnungen hätte es ohne den Begriff der Einheit gegeben. Doch genügt diese Geistesverwandtschaft zwischen Juden und Christen, um die spätere Bekehrung aller Völker des Mittelmeerraums zum Christentum zu erklären?
Die Christen von Alexandria, die in vieler Hinsicht die Erben des alexandrinischen Judentums waren, müssen die Septuaginta genau wie die Juden weiterhin benutzt haben. Wir haben es hier wohl mit einem kontinuierlichen Erbe zu tun. Später hat sich diese Version in der übrigen christlichen Welt durchgesetzt. Doch diese Übersetzung galt Christen und Juden nicht unbedingt aus denselben Gründen als besonders maßgeblich. Auf jeden Fall hat sich das Christentum in Judäa unabhängig von Alexandria entwickelt. Dies war keine Folge der jüdisch-griechischen Symbiose. Dass die griechische Bibel bei der Verbreitung des Christentums geholfen hat und die ersten Christen sie nutzten, um ihre Ideen bekannt zu machen, steht dagegen außer Frage. Das Christentum wird oft als eine extrem hellenisierte Form des Judentums bezeichnet. Dies bedeutet, dass die christliche Religion das Judentum auf eine hellenistische Weise interpretiert. Die Begegnung zwischen Judentum und Hellenismus hat zu einer Art Synthese geführt, aus der sich das Christentum entwickelt hat. Historisch kann man das so sehen. Sobald das Christentum die griechische Bibel für sich beanspruchte, stieß diese bei den jüdischen Geistlichen auf Ablehnung. Diese interessierten sich also nicht mehr dafür. Und auch bei den Juden spielte sie immer weniger eine Rolle. Ja, sie begannen sogar, diese Übersetzung mit immer größerem Argwohn zu betrachten. Dass das Christentum die Septuaginta für Propagandazwecke nutzte, genügte, um denjenigen jüdischen Gelehrten Recht zu geben, die gegen die Übersetzung gewesen waren. Von diesem Zeitpunkt an galt sie als ein Akt der Götzenverehrung. Die Mehrheit der Juden lehnte ihre eigene griechische Bibel ab und distanzierte sich ausdrücklich von ihr. Einige spätere rabbinische Schriften sind tatsächlich sehr feindselig. Unter anderem wird behauptet, eine tagelange Dunkelheit habe sich über die Welt gelegt, als die Tora ins Griechische übersetzt wurde. Der Tag, an dem die Bibel übersetzt wurde, war für das Volk Israel ein ebenso unheilvoller Tag wie der, an dem die Israeliten das goldene Kalb anbeteten. Es war ein Götzendienst. So wie Moses die Gesetzestafeln zerbrach, sollte Tischendorf nun auch den Codex Sinaiticus auseinanderreißen. Nachdem er zunächst einige Blätter mit nach Deutschland gebracht und König Friedrich August von Sachsen geschenkt hatte, wurde Tischendorf auf Vermittlung von Usbensky erneut in den Sinai geschickt, diesmal im Auftrag der russischen Zarin. Der Kodex sollte ein Geschenk für Zar Alexander II. Sein, der 1862 das Jubiläum der Romanow-Dynastie feierte. Nicht als Zar von Russland, sondern als Oberhaupt aller griechischen Kirchen wurde Alexander II. Von den Mönchen, denen Tischendorf die Rückgabe versprach, der größte Teil des Kodex anvertraut. Das Symbol für die Einheit aller christlichen Kirchen. Die Septuaginta wurde also christlich. Sie wurde zur Bibel der Christen. Dies bewirkte, dass sich das Judentum wieder auf den hebräischen Text der Bibel und die entsprechenden Kommentare und Auslegungstraditionen konzentrierte. Damals entwickelte sich eine sehr starke rabbinische Bewegung. Die Juden ziehen sich zurück und entwickeln schnell ein System, das ihnen ihre Autonomie zurückgibt und sie vor fremden Ideen und allen griechischen oder christlichen Einflüssen schützt. Die rabbinische Kultur hat bestimmte Aspekte der äußeren Kultur entweder bewusst eliminiert oder einfach nie anerkannt. Das waren die beiden möglichen Perspektiven, die ich bereits dargestellt habe. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass die Juden kein Interesse daran hatten, Außenstehenden die jüdische Kultur zu vermitteln. Es ist, als hätte die Begegnung mit der griechischen Welt dem Judentum dabei geholfen, sich seiner Kultur bewusst zu werden und sich abzugrenzen. So als hätte es die Griechen als eine Art abstoßenden Spiegel gebraucht, um sich selbst zu definieren. Das griechische Wort für Judentum,
ist als Gegensatz zum Wort Hellenismus entstanden. Das neue Judentum braucht frischen Wind. So als müsste es sich um jeden Preis von allen griechischen Einflüssen und somit auch von der Septuaginta befreien. Dies ist der Beginn der sogenannten rabbinischen Bewegung, die einige Jahrzehnte später zur Entstehung des Talmuds führen wird, während sich gleichzeitig, unabhängig davon, das Christentum entwickelt. Die Juden haben die Septuaginta ab einem gewissen Zeitpunkt aufgegeben. Sie wollten sie nicht mehr und haben sie den Christen überlassen. Am Ende fiel es dem englischen König George V. zu, die von Tischendorf in Deutschland und Russland verstreuten Blätter mit den im Katharinenkloster verbliebenen Teilen zu vereinen. Tatsächlich sollte es bis 1933 dauern, bis sich der neue russische Machthaber Stalin, der den Kodex als Sinnbild des jüdisch-griechischen Abendlandes verachtete, nach abenteuerlichen Verhandlungen und zu einem guten Preis der Handschrift entledigte, die ihm gar nicht gehörte. Stalin verlangte eine so gewaltige Summe, dass die britische Krone die Bevölkerung zu Spenden aufrufen musste. Am 27. Dezember 1933 wurde der Kodex übergeben. Casually wrapped in paper, the manuscript of the earliest known copy of the Bible, the Codex Sinaiticus, leaves the Russian trade delegation offices on its way to the British Museum. Mr. Meggs with the beard follows his trophy into the car. He has been the chief negotiator in the purchase of the Bible from the Soviet. The most important manuscript of the most important book in the world, the Bible, should find a permanent home in the British Museum. Doch die eigentliche Rückgabe steht noch aus. Die Mönche des Katharinenklosters und der heilige Stephanus warten bis heute auf die Einlösung von Tischendorfs Versprechen. Trotz einiger Entschädigungszahlungen von Zar Alexander II. Fühlen sich die Mönche noch immer betrogen und fordern, dass die Bibel von Alexandria in ihr Kloster am Fuße des Berges Sinai zurückkehrt. Nachdem sie der Welt diese einmalige Bibelübersetzung geschenkt hatten, erwartete die Juden von Alexandria ein grausames Schicksal. Mit kaiserlicher Duldung erfolgte im Jahr 38 ein Pogrom. Ihre Synagogen wurden zerstört. Viele Juden wurden gefoltert und getötet. Im Jahr 115 befahl Kaiser Trajan die Ermordung aller Juden in Ägypten. Und doch hat Tischendorfs Entdeckung die Bibel von Alexandria zum Gründungssymbol europäischer Monarchien und darüber hinaus eines europäischen Geistes gemacht. Diese jüdisch-griechische Bibel sollte das europäische Bewusstsein über Jahrhunderte prägen. Aus ihrer Mischung zwischen Glauben und Vernunft wird auch die moderne Trennung von Kirche und Staat entstehen. Eine wahre Religion der Vernunft, eine Religion ohne Götter, die ein charakteristisches Merkmal unserer europäischen Identität ist.